Ja, ich sitze hier mit Therese vor dem Amtsgericht Wedding. Man sieht das, glaube ich, sehr schön im Hintergrund. Und zunächst mal die Frage, warum sollte man Piraten wählen? Man sollte die Piraten wählen, weil die Piratenpartei die einzige Partei ist, meines Wissens und allem, was ich erfahren habe, die wirklich eintritt für Demokratie, Menschenrechte, Transparenz. Und für mich sind ganz wichtig die Bürgerrechte und die Freiheitsrechte und die Grundrechte. Und andere Parteien haben das natürlich im Programm, weil alle basieren auf dem Grundgesetz. Aber wirklich verteidigen tun es die Piraten. Und deswegen ganz wichtig, mein Tipp, wählt auch die Piraten. Ja, warum engagierst du dich ganz persönlich? Ganz persönlich engagiere ich mich in der Piratenpartei, weil das endlich eine Partei gewesen ist, in der ich Mitglied werden konnte aus Überzeugung. Ich bin in keiner anderen Partei Mitglied gewesen in meinem Leben, weil es bisher noch keine Partei gab, die genau das vertritt. Und in der Piratenpartei finde ich mich in allen meinen Dingen wieder. Und deswegen ist es ganz klar, dass ich Pirat bin. Ja, nun sind wir hier vor dem Amtsgericht und da liegt natürlich das Thema Menschenrechte sehr nahe, was ja auch dein Hauptthema ist. Wo sind da die speziellen Akzente? Du hast vorhin selber gesagt, dass irgendwie alle Parteien natürlich auf dem Grundgesetz basieren oder ihr Programm basiert auf dem Grundgesetz. Was ist nun hier das Besondere bei den Piraten? Nun hatten wir gestern am 9.9. eine Demonstration. Freiheit 4.0 rettet die Grundrechte, hieß diese Demonstration. Es waren aber nicht alle Parteien vertreten. Mhm. Es waren relativ wenig Parteien vertreten und die Piraten natürlich sehr prominent vertreten. Das hat einen Grund. Die Grundrechte werden sukzessive in unserem Rechtsstaat abgebaut. Erstmal muss ich vielleicht sagen, was ist der Rechtsstaat? Worauf fußt unser Rechtsstaat? Eigentlich ist es so, man hat damals, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben sich gedacht, nach den Erfahrungen der NS-Zeit, nach dem, was die Gestapo gemacht hat in Nazi-Deutschland, müssen wir ein anderes Rechtssystem schaffen. Und ganz wichtig ist in diesem Rechtssystem die Unschuldsvermutung. Es wird also davon ausgegangen, dass eigentlich jeder Bürger, der hier lebt, rechtschaffen ist und auch sich ans Gesetz halten will und friedlich miteinander leben möchte. Das ist die Grundprämisse, von der ausgegangen wird. Es wird also nicht davon ausgegangen, es gibt potenziell gefährliche Menschen und wir misstrauen uns und müssen uns schützen. Sondern umgekehrt, es muss bewiesen werden, wenn jemand gegen das Gesetz und Recht verstoßen hat, dass es ihm nachgewiesen wird. Das ist die sogenannte Unschuldsvermutung, die sich durchzieht durch alle Gesetze und durch alle Dinge. Mhm. Ja? Und mittlerweile ist es so ein bisschen im Umkehren und im Kippen, dass man sagt, die Sicherheit ist wichtig. Mhm. Die Sicherheit ist wichtig und das Recht muss zurückstehen, weil die Sicherheit ist wichtiger. Ja. Naja, da sehen wir halt dann eben, dass es zur Überwachung kommt, anlasslos eben Daten gespeichert werden. Und alle eben unter Generalverdacht gestellt werden. Und das dürfte eigentlich gar nicht sein, weil das eben der Unschuldsvermutung ja widerspricht. Ja, und es ist keine Kleinigkeit, was passiert. Ja, und wir haben halt gesehen, abgebaut werden die Grundrechte gerade jetzt eben durch die Politik der Großen Koalition, die da ja nun sehr weit gegangen ist. Aber wir wissen auch noch von Schwarz-Gelb, dass da auch da war ja auch schon mal die Vorratsdatenspeicherung, stand da ja zur Debatte. Auch da gab es nicht genug Verteidigung. Von daher sieht man eben, dass hier andere Parteien sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Und ich glaube, es ist ein Grundanliegen der Piraten, hier gegen Überwachung zu argumentieren und zu kämpfen eben auch. Und ich meine, das ist wirklich ein wichtiger Grund. Denn das geht uns alle an. Also dieser Umbau zu einem Überwachungsstaat im Namen der Sicherheit, das ist, glaube ich, ganz schlecht. Und es gibt ja auch Parteien, die das sogar als Hauptprogrammpunkt haben, das Thema Sicherheit. Ja. Nur das ist ja eine Mogelpackung, weil es eben auf Kosten der Grundrechte ist und auf Kosten der Freiheit der Individuen, die dann eben überall überwacht werden und auch noch mit Gesichtserkennung und so, wie wir das am Südkreuz sehen,
Und wenn man jetzt noch die neue Datenschutzverordnung sieht, die dann ab nächsten Jahr gelten wird, ab Mai, wo das dann auch ganz normal wird, dass eben staatliche Institutionen auf die Bilder im Personalausweis zugreifen. Mhm. Das können Sie, Sie können jetzt schon darauf zugreifen, aber dann ist es sogar noch im Einklang mit dem Datenschutz. Und das ist natürlich eine ganz schlechte Entwicklung. Ja, das Problem ist ja auch bei den Ermittlungsbehörden. Es wird jetzt alles so ein bisschen verlagert und man sagt, man hat ja einen Richtervorbehalt, also darf man Ermittlungsarbeit, die eigentlich laufen müsste, dadurch einstellen sozusagen, dass man sagt, man hat einen Richtervorbehalt und kann schon gegen Gefährder vorgehen. Mhm. Wo, und bei Gefährdern, das ist also, wir haben straffällig geworden, wo eine Straftat nachgewiesen ist, dann haben wir Verdächtige, wo konkret der Verdacht einer konkreten Straftat besteht und wo die Ermittlungsbehörden eben auch heute schon sehr viel tiefer in die Privatsphäre eingreifen können aus ermittlungstechnischen Gründen. Und jetzt kommt was ganz Neues, die Gefährder. Ja. Und die Gefährder sind noch nicht mal einer konkreten Straftat verdächtigt. Ja. Was ist denn ein Gefährder? Das ist so ein schwammiger, unbestimmter Rechtsbegriff. Wer kann Gefährder sein? Gefährder ist ein Mensch, so wird's, der potenziell gefährliche Straftaten zu begehen in der Lage ist. Das sind wir alle. Ja, im Grunde sind wir das alle. Und es gibt auch einige, die da besonders betroffen sind, zum Beispiel Fußballfans. Die werden oft eben auch als Gefährder angesehen, obwohl es eben einfach nur Fußballfans sind, weil man eben davon ausgeht, dass so ein Fußballspiel eben eine sogenannte Gefahrensituation darstellt. Ja. Und bei Gefährdern, jetzt soll wirklich eingegriffen werden, dieses Gesetz, was am 24. August verabschiedet wurde, das, den Namen habe ich mir jetzt wirklich nicht gemerkt, weil er sowas von irreführend ist. Ja. Der sagt, bei Gefährdern darf wirklich in die die Daten dürfen erhoben werden, die wirklich in die tiefste Privatsphäre gehen, die eigentlich auch schon menschenunwürdig sind. Mhm. Noch nicht mal Schwerstverbrecher werden beschnitten, so wie die Gefährder. Ja. Also Schwerstverbrecher haben immer noch das Recht, mit Vertrauten Gespräche zu führen, die nicht überwacht werden. Ja. Ja? Das ist ein Menschenrecht. Und jetzt soll es so sein, dass potenzielle Täter, wo nur Wahrscheinlichkeitsrechnungen aufgemacht werden, es könnte vielleicht gefährlich sein, so stark eingeschränkt werden in ihrer Intimsphäre, dass alle vertrauten Gespräche überwacht werden. Es geht ganz tief rein. Mhm. Und ich sage immer so, warum musst du den Rechtsstaat verteidigen? Es ist doch gut, wenn jemand für unsere Sicherheit sorgt und wenn wir in Frieden leben können. Natürlich ist das gut, wollen wir alle. Aber der Rechtsstaat ist wichtig. Denn wir müssen uns vorstellen, was passiert, wenn wir über den Tellerrand ein bisschen rausschauen. Wenn wir die Medien verfolgen und wenn wir die Empörungswelle sehen, zu Recht, was in der Türkei passiert, was in Ungarn passiert, wo der Rechtsstaat abgebaut wird. Oh, weia, die Demokratie ist gefährdet, das ist nicht mehr mit unseren europäischen Werten vereinbar. Richtig. Aber guckt auch mal in unser Land, was hier passiert. Wir haben zwar keine Despoten und keine Diktatoren, die irgendwo regieren. Aber man muss sich immer vorstellen, der Rechtsstaat muss so sicher und stark sein, dass die allerschlechteste Regierung, die man sich vorstellen kann, die den größten Murks macht, eben nicht übers Ziel hinausschießen kann. Der Schutz ist da durch den Rechtsstaat und nicht durch irgendwelche kriminaltechnischen Ermittlungsdinge. Genau. Ja, und ich meine, wir sehen ja noch andere Dinge. Wir hatten vorhin schon den Bahnhof Südkreuz mit der Gesichtserkennung erwähnt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da wird Gesichtserkennung über alle gemacht. Ja. Und gut, im Moment wird man nur erkannt, wenn man sich freiwillig da bereit erklärt hat. Aber wenn das dann tatsächlich umgesetzt wird, dann frage ich mich mal, was passiert, wenn jemand erkannt wird, fälschlicherweise? Ne? Mhm. Dann ist der doch plötzlich, dann rückt da das Sondereinsatzkommando an und dann stellt sich heraus, ja, der ist vielleicht unschuldig, aber vielleicht, wenn ihm schon ein Leid geschehen ist. Das ist doch eigentlich auch ganz schlimm. Mhm. Oder eine andere Sache, die gar nichts mit Gefährdern zu tun hat. Im Rahmen der Hartz-IV-Gesetze müssen die Leute auch ihre Privatsphäre offenlegen. Ja. Und das kann ja eigentlich auch nicht sein in einem Rechtsstaat. Also auch da muss man sagen, so geht es nicht.
Nein, weil dieses Ausschnüffeln der Menschen und dieses Eingreifen in die tiefste Intimität und Privatsphäre, das widerspricht auch unserem einzigen wirklich ganz unantastbaren Grundrecht, und das ist die Menschenwürde. Und es steht wirklich ganz kurz und knapp in unserem Grundgesetz, die Menschenwürde ist unantastbar. Mhm. Ja. Egal, was passiert. Genau. Für jeden. Ja. Und zur Menschenwürde gehört letztlich ja auch die informationelle Selbstbestimmung. Die ist ja Teil der Menschenwürde. Und wenn jetzt eben die informationelle Selbstbestimmung komplett eingeschränkt wird, dann ist das eben auch nicht mehr menschenwürdig. Denn schließlich sind die Geräte, die da ausgeschnüffelt werden, letztlich diejenigen, in die wir unser Privatestes abspeichern und wo wir wirklich private Kommunikation führen. Und das sollte eigentlich gegenüber dem Staat verschlossen sein. Mhm. Vor allen Dingen auch, es ist auch so ein bisschen, wir haben ja die Freiheit, uns zu informieren, zu kommunizieren. Und es gehört auch dazu, sich auszuprobieren. Mhm. Und es gehört auch dazu, manchmal Ideen zu haben, die nicht so toll sind, solange die im Ideen- und Entwicklungsprozess sind. Die Entwicklungsprozesse laufen am besten durch Kommunikation, indem man mit Menschen sich austauscht. Ja. Und eigentlich, bevor Dinge nun wirklich ein Ergebnis sind einer Diskussion, muss eine Diskussion folgen. Und da darf es eigentlich keine Gedankenschranken geben. Mhm. Und da kann man auch Sachen sagen. So, wenn man sich unterhält, Politiker irgendwo. Jetzt ist aber dieser Raum, wo man sich unterhält, nicht mehr der vis-à-vis, sondern sehr oft durch die vernetzte Welt eben übers Internet. Ja. Und da werden natürlich Sachen ausgetauscht und ausprobiert, die vielleicht so disziplinisch, gefährlich, nicht gut durchführbar wären. Und wenn die Sachen nun überwacht werden, dann fängt man an zu überlegen, was kommuniziere ich? Genau. Ja? Ja. Das hat eine Auswirkung aufs Verhalten. Genau wie beim Südkreuz die Leute dann möglicherweise andere Wege gehen, Umwege gehen, weil sie nicht von der Kamera erfasst werden wollen. Mhm. Und das ist natürlich nicht gut, wenn das Verhalten verändert wird durch Überwachung. Und das geschieht eben bei Überwachung. Und deshalb muss man gegen die Überwachung von Unschuldigen einfach sein. Mhm. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt, was mich so ein bisschen schockiert hat, bei Arbeitskollegen, die meinten, ja, Überwachung ist doch nicht schlecht. Es passiert doch so viel und auf öffentlichen Plätzen müsste doch, dann haben wir doch ein bisschen mehr Sicherheit. Dann habe ich nur gesagt, denk mal zurück an deine eigene Vita. Wann hast du dich sicher gefühlt? Hast du dich sicher gefühlt in dem Moment, als zum Beispiel du nachts unterwegs warst und auf der U-Bahn war so ein Häuschen, da war so ein Sicherheitsmensch drin und du konntest dich da hinstellen, wenn da irgendwelche komischen Typen auf der Bahnsteig waren. Ja, genau, das war gut. Da habe ich mich hingestellt und dann war ich immer sicher unterwegs. Ja, und bist du jetzt sicherer, weil da jetzt keiner mehr ist und da Kameras sind? Ja. Nee, da muss ich dir recht geben. Ja, da ist man nicht sicherer. Da bin ich überhaupt nicht sicherer. Ja. Das ist schlechter durch diese Kameras geworden. Genau. Ja. Ja. Genau, denn die Kameras verhindern erstmal nichts. Die helfen möglicherweise hinterher bei der Aufklärung. Aber sie helfen erstmal nicht gegen irgendwelche gefährliche Situationen. Und sie bringen noch nicht mal ein Sicherheitsgefühl. Ja, genau, sie bringen weil das Sicherheitsgefühl da ist, wenn du weißt, wenn irgendwas passiert, da gibt es Menschen, an die ich mich wenden kann. Das muss nicht Polizei sein, schon gar nicht Bundeswehr oder sonst was. Einfach Menschen, die da sind. Mhm. Genau. Ja? Genau. BVG-Angestellte, wie es früher war oder so, das waren auch keine Sicherheitsleute, die waren auch nicht hochgerüstet. Ich habe ja manchmal, wenn ich auf Demonstrationen gehe und dann die Polizei sehe, dann denke ich nicht, aha, die sind da so aufgerüstet, weil sie mich schützen wollen. Die sind da so aufgerüstet, weil ich vielleicht eine Bedrohung bin oder was ist los? Mhm. Das ist gar nicht so unbedingt, dass diese Aufrüstung und dieses materialische Auftreten mit hochgerüstet, hochtechnisiert wirklich eine Sicherheit bringt. Man braucht wirklich die Gesellschaft, die miteinander kommuniziert. Genau. Ja, wir sehen, es gibt da noch viel zu tun. Ja. Und wir sind da aktiv. Und deshalb ist es gut, wenn uns andere unterstützen. Und das kann man zum Beispiel durch ein Kreuz auf dem Wahlzettel. Ja, ganz wichtig. Wir sind Listenplatz 6, die Piraten, die heute übrigens ihr 11-jährigen Geburtstag haben. Happy Birthday. Und unterstützt uns, Weltpiraten. Und wählt in eurem Herzen, was euch wirklich wichtig ist.
Ja, und man kann auch aktiv bei uns aktiv werden. Das klingt komisch. Also man kann tatsächlich sich auch direkt einmischen. Das ist das sehr Schöne. Das habe ich ja auch gemerkt, wie ich zu den Piraten gekommen bin. Man musste nicht irgendwie durch einen Parteikader und irgendwelche, man muss Mitglied werden, um zu irgendwelchen Dingen Zugang zu haben. Mhm. Nein, man hatte direkt Zugang und man konnte die Piraten kennenlernen. Die Piraten sind offen. Das ist eigentlich ein sehr offenes System, wo alle mal reinschnuppern können und sich das anschauen können. Und wir machen eben auch alles transparent und das ist das Schöne. Ja, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Und ja, vielen Dank, Therese. Ich danke dir. Und dann machen wir uns wieder auf in den Wahlkampf. Ganz genau. Auf, auf. Ja. Tschüss. Tschüss.